Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start mit einer neuen, sehr, sehr gruseligen Horror-Mod-Pack-Version von Dread. Sie wurde nämlich überarbeitet. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht. Mit dabei haben wir heute auch wieder Wooly. Und es wird sehr, sehr gruselig. Es wird dunkel und wir erkunden jetzt einfach mal, was hier so geht. Wir sind hier schon in so einem ganz komischen Wald. Wooly, kannst du mittlerweile sprechen? Hallo? Oder bist hallo? Du ja? Oh mein Gott. Es ist mal wieder soweit, dass wir uns in ungewisse Gewässer stürzen. Deswegen, Freunde, wir wissen selber nicht, was passiert. Wir lassen uns bei solchen Dingen nämlich nie spoilern. Die erste Version habe ich zwar gespielt. Ich bin gespannt, was kommt. Aber das hier soll jetzt wirklich komplett anders sein. Und guck dir mal diesen Wald an, was geht. Guck mal, hier fliegt das irgendwie so runter. Siehst du das? Ja, yeah, safe. Safe. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme hier so etwas arg dunkel ist, aber ich werde das hier ändern. Oh mein Gott, wir müssen die Rinde so komplett wegklatschen. Ist das krass? Aber das heißt das, dass der Baum gleich komplett... Hast du auch keine Hotbar? Bin ich dumm? Nee, die ist auch so, die kommt so hochgeswitcht, wenn du irgendwas im Inventar hast. Dass man sozusagen wie so ein Film das alles aufnehmen kann, das ist ja übelst cool. Warte, ich hab den Baum gleich, ist es gleich hier, jetzt komm schon. Nicht, okay, noch ein Layer, komm schon. Jetzt aber, jetzt, ey. Komm schon. Nein, das wird immer kleiner. Alter, nein, ich will jetzt... Was geht mit der Kuh? Also wir müssen auf jeden Fall als Aufgabe erledigen, dass wir ein schickes Haus zumindest bauen, oder beziehungsweise so zwei kleine Baracken. Du baust eins, ich baue eins. Bro, das gibt's nicht. Wir wollen uns doch verarschen, Mann. Bro, das gibt's doch nicht. Was machen wir jetzt? Wir brauchen einen kleineren Baum. Wir brauchen irgendwas Kleineres. Alter! Wieso ist die so laut? Wieso klingt die so? Uli, das macht mir Angst. What? What? Okay. Was schreit hier so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist komplett anders. Das ist... Was? Was war das? What the hell, Mann? Bro. Bro. Bro, bitte, 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 wir müssen irgendwas machen, ich will raus. Das ist viel zu gruselig, das ist nichts im Vergleich zu der Beta-Version. Nee, irgendwie nicht. Okay, Bro, okay. Komm schon, jetzt, dieser Baum muss doch irgendwie kaputt gehen. Bro, was soll das? Bro, wir brauchen Holz. Nein. Das ist schon wieder... Bro, das macht mich richtig nervös. Das macht mich ehrlich so nervös gerade. Wer redet da? Oh mein Gott, bei mir. Wer hat da geredet? Es geht nicht. Bro, es muss aber. Guck mal nach oben. I have something for you. Bro, lass weg. Er hat gesagt, help me. Wir müssen irgendwie an Grundtools rankommen, das geht gar nicht. Ich glaube, das ist klug. Das ist einfach klug. Einfach in Bewegung bleiben. Noch schnell ein paar Baublöcke nehmen, sollte irgendwie. Irgendwas passiert. Bro, das ist ehrlich nicht cool, Mann. Das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool, Mann. Wieso kommen wir nicht an Holz? Der hat wieder Run gesagt. Bro, das ist halt so, das macht einen voll panisch. Man weiß jetzt gar nicht, was abgeht. Ist da ein Monster in der Nähe oder grunzt das hier nur so rum? Ich glaube nicht. Aber es sind andere Geräusche. Ja, lass mal hier so einen kleineren Baum versuchen. Ja! Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Endlich. Oh mein Gott! Ist das toll! Was steht da? Fireplanks? Ich hab mich gerade verjagt. Da hinten dieses Schaf, Bro. Das ist eine komplett andere Sorte an Holz. So, ich mach mal eine Spitzhacke und eine Axt ganz schnell. Ich brauch Sticks. Ich mach mir einen Schwert erstmal. Obwohl, perfekt. Kannst du ein bisschen Stein ranholen? Yeah, warte. Ich mach nochmal. Hier nimm mal du die Axt, hol du mal Holz, ich hol Gestein ran währenddessen. Es wird dunkel, es wird Nacht, glaube ich. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir müssen uns gleich irgendwie verkriechen. Ich muss gerade auf den Aufnahmebildschirm gucken, dass ich überhaupt was sehe. Uli, hörst du mich? Hast du Holz? Uli, was ist das? Wooly, warum redest du nicht? Bro, ich seh nix. Hast du Holz? Ich seh nichts. Hast du Holz? Dann bau die Werkbank ab. Ich seh nichts. Bro, ich seh auch nichts. Was ist das? Wooly! Was ist das? Hörst du das nicht? Oh. Hier. Oh mein Gott. Okay, lass mal, nimm, warte mal, ich nehm die mit. Nein. Du siehst ja auch Licht, wenn ich es in der Hand halte. Komm mit. Ja.
Mach hinten zu, mach hinten zu, mach zu, mach zu. Ich seh nichts. Mach. Ich hab zugemacht. Nein, das ist noch offen. Okay. Okay, weißt du was? Wir farmen jetzt. Warum? Okay. Wir farmen jetzt einfach ein bisschen. Wir machen. Was ist das? Was? Oh mein Gott! Bro, das ist echt nicht cool! Was ist? Was hast du gehört? Ich hab Herzschlag gehabt, einen ganz, ganz schnellen. Ganz weißt rasant. Du, ich gerade. Mich irritiert, dass ich mich selber höre. Yee! Das ist voll cool! So, warte mal. Ich höre so, ein Rumpeln. Hast du Holzlock, weil da machen wir uns ein paar Fackeln damit. Ja. Gut, 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 gut. Hast nicht du alle. Stein für ein Schwert? Ein Stein brauche ich noch. Hier, nimm die 6. Ich meine noch mehr ab. Bro, ich will gerade nicht an der Oberfläche sein, ne? Ne. Ich habe die ganze Zeit so komische Geräusche. Ja, man hört da oben die ganze Zeit. What? Das war, als ob jemand dir so einen Mund zugehalten bekommt. Bro, nein. Nein, Alter. Das... Oh mein Gott, das ist viel zu gruselig. Gib mal eine Kohle, ich möchte mir auch eine Fackel machen. Hier, nimm. Danke. Warte mal, die Fackel hat Verbrauchleiste. Nein. Die Fackeln sind nicht für ewig. Um Gottes Willen. Oh nein. Der Sound passt gerade genau zu der Erkenntnis. Oh, was ist das, Freunde? Oh mein Gott. Warum machen wir sowas immer? Warum? Ich habe, by the way, den falschen Skin drin. Oh ja, gut, dass du ihn gewechselt hast. Ja, siehst du das? Ja. Lass mal jetzt auf den nächsten Tag am besten warten. Und dann auf jeden Fall zwei kleine Hütchen bauen. Eins mache ich, eins machst du und dann ist cool. Okay. Und vielleicht kommen aber wir jetzt hier während des Nachtes noch ein bisschen an Eisen oder so. Aber warum sollten wir beide unterschiedliche Hütten bauen? Na, weil wir eine kleine Wohnsiedlung machen, du weißt schon. Okay. Bisschen ganz entspannt. Ich habe jetzt, Was hast du? Digga! Was ist das ständig? Also wenn wir jetzt an die Oberfläche gegangen wären, dann wäre es wirklich over, glaube ich, mit uns. Was ist das alles? Digga, ist das laut! Warte mal! Das waren gerade Kinder. Hast du das auch gehört? So Kinder schreien. Oh mein Gott. Bro, das... Ich hab grad... Oh mein Gott! Ich hab grad so krass Gänsehaut. Ich hab Fleisch, aber was bringt uns das eigentlich? Essen. Ach, man kann wirklich essen. Ja, wir haben Herzen und Essen. Bäh, das klingt voll eklig. Wo sehe ich meine Herzen? Das ist ausgeblendet, bis man Schaden bekommt. Guck, kann ich einmal kurz boxen. Hier. Siehst du, jetzt siehst du dein Herz. Oh, ich hab Blut auf dem Bildschirm. Ah. Hier, guck mal. Ist es gebraten? Ja. Ach, gut. Nein! Meine Fackel ist ausgegangen! Nein! Ja, wir haben kein Feuerzeug. Verdammt! Ich hab noch eine Fackel. Hier, willst du? Ja, ich kann selber noch welche machen. Alles gut. Jetzt hab ich sie trotzdem. Oh mein Gott, dieser Sound hat mich gerade an Betacraft erinnert. Das war wieder der Elefant. Wollen wir mal kurz abchecken, ob es draußen hell ist? Nein. Es ist dunkel. Ey, ich hab noch nie so schnell wieder einen Block platziert wie gerade eben. Oh mein Gott. Dieser Sound. Ich kenne den. Der heißt The Cry of the Unheard. Das heißt, das Heulen der Ungehörten oder so. Wenn das. Und was hat das zu bedeuten? Bro, nichts Gutes. Die ganzen Sounds machen mich langsam ein bisschen nervös. Hast du das gerade gehört? Ich höre ganz viele Dinge, Digga. Nein. Da hat gerade jemand gesagt, ich hab was für euch. Nein, danke, wir verkaufen nichts. Wir kaufen nichts. Danke fürs Angebot. Aber ich würde hier gerne, wirklich super gerne Eisen finden. Was machen wir eigentlich, wenn einer von uns drauf geht? Weinen. Oh Gott! Was? Ich hab Wooly verkauft. Da ist seine Leiche. Vom Goatman? Hallo Goatman? Er ist weg?
Wo kam der denn jetzt her? Oh mein Gott! Ich glaube, die Fackeln sind ausgegangen. Ich habe mich gerade so mies bepisst. Oh mein Gott, hier ist einfach Wulis Leiche. Hat er noch Essen im Inventar? Sieht nicht so aus. Ich kann da gar nicht mehr raus. Ich kann da einfach nicht mehr raus. Was auch immer da war. Es hatte irgendwie glänzende Augen, so wie Herobrine. Was ist da? Was ist da? Oh mein Gott, Wuli! Junge, what the f... Mach sofort wieder zu. Oh mein Gott. Bro. Warum liege ich da? Das ist eine Leiche. Nimm die Items raus. Rechtslich. Oh mein Gott. Bro. Ist draußen eigentlich mittlerweile wieder hell? Ja, ist hell. Okay, dann lass raus. Wir haben kein Eisen gefunden. Egal, wir machen alles mit Holztools, mit Steintools. Ja, warte mal, ich habe eine Fackel, die sich nicht abbraucht. Ja, ist gut, behalt die. Ich muss das raus. Lass raus. Okay. Oh, rein! Ich hab da hinten was rumrennen sehen! Wie? Da war was! Bro. Kommt der hier rein? Also ich hab gerade so einen Mimiker gesehen. Ja, du, weißt du, den wir aus der Beta-Version kennen? Moment. Der rennt da rum. Das ist der. Der rennt da rum. Ja, der ist direkt über uns. Wir kommen hier nicht raus. Was machen wir jetzt? Wir buddeln uns hier in Gang und gehen weiter weg. Was jetzt? Was war das? Das ist mir egal. Ich mach hier alles zu. Mach diese dunklen Stellen hier auch zu. Bro, mach Fackeln hin. Komm, lass hier lang buddeln. Bro, was machst du? Es reicht, wenn einer den Tunnel buddelt. Mach du mal hinten schön brav zu. Soll ich nach oben? Buddel uns nach oben. Wir schauen mal. Okay, hier geht's raus. Okay, ich hab den Block abgebaut. Plötzlich schreit direkt was. Ich guck nochmal. Hallo? Bist du? Oh, was? Bro. Schau mal du zuerst. Schau du mal. Mit der 5 oder so. Ist da was? Siehst du was? Nee, ich seh nichts. Okay, geh mal komplett raus. Wir müssen jetzt rauskommen. Ist da was? Ja. Ja, das. Der Mimiker! Goldman. Das war nicht der Mimiker. Okay, ich hol mir jetzt Holz. Das geht, glaube ich, mit der Axt ein bisschen schneller jetzt. Oh mein Gott. Junge, erschreck mich nicht so! Kiro, ich hab's geschafft, so einen Baum zu fällen. Ich hab jetzt ultra viel. Hier. Hä? Nimm das alles. Ja, okay, aber du brauchst ja auch was. Hier, wir bauen uns jetzt ein Hütchen. Ja. Aber was war das, Mann? Bro, das ist dieser komische Goldman. Ich konnte ihn auch noch nicht ganz identifizieren, wer das sein soll. Oh, hier, nimm mal hier so ein Stack. Wir bauen uns jetzt so ein paar Hütchen. Auf ganz entspannt, auf süß. Warum? Aber wir können doch. Komm, wir sind Nachbarn, oder? Wir sind Nachbarn, Bro. Ich will Nachbarn mit dir sein. Du am besten hier gegenüber oder so. Ich will dein Nachbar sein. Du willst mein Nachbar sein? Ja, immer so zusammen eine Hütte zu haben, finde ich langweilig. Ich will private Dinge machen können. Okay. Ich rede nicht darüber, welche. Ey, yo. Hast du ein Schwein? Ich hab ein Schwein gehört. Direkt gegenüber. Okay. Ups, ich hab mich verbaut. Dann geh ich mal hier hin. Gibt's hier irgendwo Sand? Ich will natürlich auch eine schöne Aussicht genießen können. Ich mach mir mal ein... Hast du noch ein Crafting Table? Ja. Moment. Ich stell den mal hier hin. Ja, danke. So.
So, guck dir das mal an hier. Ganz hübsch, oder nicht? Ja. Machen wir hier so. Oh mein Gott, ich habe mich mies verbaut. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Uli, wir sollten uns vielleicht beeilen. Umdreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Bau dich irgendwo rein. Bau dich irgendwo rein, sofort. Nicht umdrehen? Bau dich sofort irgendwo rein. Bau dich sofort irgendwo rein. Kann ich mich hier einfach hochbauen? Ja, ich guck mal. Was ist denn da? Hinterm Baum. Was ist da? Da ist irgendwas mit leuchtenden Augen und es hat mich entdeckt. Ich sehe es nicht. Kiro. Ja, ja. Ich werde mich jetzt ganz langsam hochbauen. Oh mein Gott, ich seh's. Da hinten. Okay, schaffe ich es mich hochzubauen, was meinst du? Bau dich am besten hoch, ja. Oh nein. Oh, es kommt! Du musst es weiter anschauen, schau's an! Was ist das? Oh mein Gott. Bulli, nein, es kann klettern! Es kann klettern! Oh. Es kann... What the f... Was? Wo ist es hin? Ah! Oh mein Gott, seht ihr das? Was ist das? Wer ist das? Was bist du? Bitte lass mich weg. Ist das gruselig? Was ist das für Geräusche? Auf dich zu bewegen! Es bewegt sich, wenn ich es nicht angucke. Nein, da unten ist auch dieser Schlabberer! Oh mein Gott, Freunde, was mache ich jetzt? Das war's. Ich krieg meine Hütte niemals fertig gebaut. Ich guck weg. Geh weg! Was mache ich jetzt? Was zum Teufel mache ich jetzt? Wieso hörst du dich an wie... Okay! Chill doch mal! Bulli, du bist auch wieder hier. Hallo? Ja, ich komme hier nicht... Alter! Wow! Wer ist der? Freunde, ich würde jetzt einfach an der Stelle das Video beenden. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von Dread Revamp sehen wollt, wenn ihr einen zweiten Part wollt, dann zeigt das mit einer positiven Bewertung. Wir wollen auch unsere Hütten bauen und sonstige Sachen ausprobieren. Deswegen, wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Zeigt es mit einem Daumen. Abonniert nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Und haut diese Glocke komplett kaputt.